Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. 20 Minuten später. Ich grüße euch von der McKellar-Hut. Ja, heute ist Tag 3 der Wanderung, sprich unsere letzte große Tour. Es geht zur Greenstone-Hut, das sind gute 18, 19 Kilometer. Allerdings ist der Weg deutlich einfacher als gestern. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile alleine auf der Hütte, weil alle anderen schon gegangen sind. Na, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Hab die anderen vorgeschickt, ich hole die ja wahrscheinlich eh auf. Und ja, letzter großer Tag. Freue mich eigentlich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Dann nochmal wieder auf eine Dusche und sowas. Also, wir übernachten jetzt noch einmal in der Greenstone Hut. Die ist ungefähr genauso wie diese hier, wo ich jetzt gerade drin sitze. Also, das hier ist der Aufenthaltsraum. Vorne ist der Ofen, da hinten wird gekocht. Wir haben hier sogar fließendes Wasser und da hinten ist die Toilette mit. Fließendem Wasser, was allerdings nur in der High Season der Fall ist. Also wenn ihr hier in der, ich sag mal, im Frühjahr oder im späten Herbst hier ankommt, oder Herbst, sieht das wieder anders aus. Es ist ziemlich kalt, deswegen bin ich hier so eingepackt, weil wir hier in den Bergen sind. Es hatte heute Nacht wieder um die 0 Grad. Und solange die Sonne nicht da ist, hat man hier überall Nebel, also man sieht das jetzt nicht mehr, weil er hat sich so lange verzogen. Aber es ist kalt, wenn keine Sonne da ist und das ist auch in den Hütten so. Also packt euch ein bisschen warm ein, auch wenn es Sommer ist. Also selbst im Sommer kann es hier wirklich um die 0 Grad werden. Wir sind hier auf 600 Meter, das ist jetzt nicht unbedingt besonders hoch, aber ja. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, habe die Kamera natürlich wie immer dabei und ich bin ja den Weg schon mal gelaufen. Das heißt, heute sehen wir weniger Berge, sondern wir sehen dafür eher Täler. Also wir laufen durch ein Tal durch. Was auch nicht unbedingt ein Nachteil ist. Links und rechts sieht man dann halt hohe Berge und hat das Tal vor sich. Also ist auch sehr beeindruckend unter Umständen. Und ja, die Hütte ist dann später auf einem Hügel gelegen, die dann wiederum runter in ein Tal schaut, auf die Berge. Also wenn das Wetter mitspielt, und so sieht es im Moment aus, also es ist wieder, wie ihr seht, es ist blauer, strahlblauer Himmel. Was halt hier echt selten ist, zwei Tage ineinander strahlblauer Himmel. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wäre gerne jetzt in Milford Sound und würde mir das gerne anschauen. Vermutlich, wenn ich wieder da bin, ist das Wetter wieder scheiße, so wie immer. Hab's ja letztes Mal schon zweimal versucht und das Wetter war zweimal blöd. Aber gut, stecken wir halt nicht drin. Schauen wir mal. Bis später, Leute. Also, für alle, die in Neuseeland wandern gehen wollen, das ist das, was euch erwarten kann. Also, auf den Great Walks sieht es natürlich nicht so aus wie hier. Die sind natürlich viel besser ausgebaut. Aber, ja, sowas kann euch erwarten. Und das ist noch relativ harmlos, weil es geht hier ja doch relativ ebenerdig zu. Schlimm wird es dann, wenn ihr euch dann sowas hochqueren dürft. Und das haben wir schon gemacht, kein Witz. Bei den Nelson Lakes, das war ungefähr so eine Steigung. Und das über mehrere Kilometer. Über so einen Weg. Beziehungsweise der war noch schlechter. Ja, also nur ein Verweis auf mein erstes Video. Da habe ich euch vorgestellt, was ihr so mitnehmen könnt. Und was ihr mitnehmen solltet auf jeden Fall. Oder was ihr mitnehmen müsst. Besser gesagt. Und ja, ich sag's ganz ehrlich. Es macht Sinn. Also wenn ihr euch die Wege hier anschaut, dann solltet ihr wirklich vorbereitet sein. Und jetzt ist es trocken, also es hat zwei Tage nicht geregnet. Das heißt, wenn es jetzt hier zwei, drei Tage durchregnet,
könnte davon ausgehen, dass das hier noch viel schlimmer aussieht. So wie das hier zum Beispiel. Also von daher, seid vorbereitet und erwartet bitte keine Wege wie in Deutschland oder wahrscheinlich im Rest von Europa. Das Inland ist ein bisschen wilder, abseits der Great Walks. So, hier geht's jetzt hoch. Einmal Wurzeln klettern. Geil. Hatte ich irgendwie nicht mehr so im Kopf. Aber jetzt seht ihr, was ich meine. Dass ihr hier auch ab und zu mal klettern müsst. Aber ich glaube, das ist die einzige Stelle hier. Ist zwar nicht hoch, aber einfach unangenehm. So Leute, wir befinden uns 6 Kilometer ungefähr vor der Hütte. Das Wetter ist nach wie vor echt genial. Ein bisschen zu warm mittlerweile. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei dem Wetter wäre ich echt gern beim Milford-Sound gewesen. Aber gut, verglichen mit dem letzten Mal, wo ich hier war, ist das Wetter echt deutlich schöner und der Weg dadurch auch deutlich schöner. Ich kann es halt echt nur empfehlen, wenn ihr halt wirklich mal hier unten seid. Macht so einen Wanderweg abseits der Great Walks. Die sind nicht viel anders im Prinzip, aber halt viel natürlicher noch und ja, es geht halt viel mehr in die Richtung vom alten Neuseeland und jetzt nicht dieses Massentourismus-Ding. Ich habe gelesen, auf dem Rootburn haben sie jetzt irgendwie 50 Tagestouren erlaubt pro Tag, also nee, Quatsch, 50 Guide-Touren pro Tag. So, plus die normalen Touren bist du schon bei 100 pro Hütte und dann laufen die sich ja entgegen unter Umständen, also ihr könnt euch vorstellen, wenn auf so einem Track von 16 Kilometern 32 Kilometern, du dann ja um die 400 bis 500 Leute hast. Ich weiß nicht, also das ist nicht das, was ich unter Wandern verstehe. Und verglichen hiermit, also ich gestehe, also uns kamen jetzt vielleicht 10 entgegen insgesamt und uns haben 2 überholt. Also es ist was ganz anderes. Und wie gesagt, wenn ihr euch das mal anschaut, ich werde wie gesagt auch ein paar Bilder hochladen auf Instagram. Es gibt sich nicht viel. Also überlegt es euch, es lohnt sich. Also in Neuseeland sollte man auch, wenn möglich, schwindelfrei sein. Warum das so ist, zeige ich euch jetzt gleich. Also hier geht es so 10 Meter runter und ja, das ist Maschendrahtzaun. Sieht schon nice aus.
ihr seht, wir haben es bis auf den Greenstone Hut gepackt. Und ja, hier ist echt eine Menge los. Hier ist echt eine Menge los. Also die Hütte ist voll ausgebucht. Hatte ich so noch nicht. Und ja, ich bin froh, dass wir wenigstens noch ein Bett bekommen haben. Weil normalerweise hätte ich das nicht erwartet, dass so eine Hütte so voll ist. Hatte ich, wie gesagt, wenn ich daran zurückdenke, vor 2 Jahren, da waren halt 4 Leute hier oben. Und die sind von uns von der McKellar hat ausgekommen. Und jetzt ist sie halt komplett ausgebucht. Und ich denke, okay, kann auch schief gehen sowas. Naja, morgen 12 Kilometer, da geht's runter. Über den, an dem Berg vorbei, rechts dran vorbei und dann zurück zum Carpark und dann zum YJ. Endlich mal wieder eine warme Dusche. Ich glaube, die haben wir auch nötig. Zum Glück riecht man uns nicht auf den Videos. Bin ich gerade sehr froh. Und hier geht jetzt gerade die Sonne unter, hinter dem Berg. Ich schätze mal, in den nächsten 2-3 Minuten sieht man sie nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein schönes Fleckchen. Kann man aufhalten.